Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir erinnern uns alle an die schrecklichen Anschläge vor fast einem Jahr in Paris. Damals hat die deutsche Bundesregierung auch als Antwort darauf dieses Mandat zur Bekämpfung des selbsternannten Islamischen Staates durch den Bundestag gejagt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Grüne haben uns vor einem Jahr diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Wir haben sehr ernsthaft und sehr sorgfältig abgewogen. Wir blicken natürlich auch jetzt alle nach Mosul. Wir wünschen uns alle eine Stadt, die endlich befreit ist vom Terrorregime des sogenannten Islamischen Staates. Aber wir schauen auch mit sehr, sehr viel Sorge darauf, was dann danach kommt. Und die Entscheidung aus Solidarität und Betroffenheit gegenüber den Menschen, die unter Terror leiden, die reicht als Grundlage für einen militärischen Einsatz noch nicht aus. Denn eins muss uns auch klar sein, im allerbesten Fall können militärische und polizeiliche Mittel dazu beitragen, Terror einzudämmen. Besiegen kann man Terrorismus aber am Ende des Tages nur politisch. Und da sind wir bei der Frage, was an diesem Einsatz auch die Grundproblematik ist. Es fehlt dieser Allianz an einem politischen Fahrplan, der von allen getragen wird, an einer umfassenden Strategie, die eben mehr ist als nur militärisches Vorgehen und Luftschläge. Und es ist doch nach wie vor ein zentrales und ungelöstes Riesenproblem, dass nicht nur die Staaten in der Region, sondern auch die Staaten in dieser Allianz so unterschiedliche, teilweise hochwidersprüchliche Eigeninteressen verfolgen, auch auf Kosten der Menschen in Syrien und im Irak. Und das muss endlich aufhören. Und der Kampf gegen die Kurden seitens der Türkei ist ja schon angesprochen worden. Und da fragt man sich schon, wo ist eigentlich die deutsche Rolle? Wo ist das Engagement, um diese gefährliche Planlosigkeit und ja auch diese Gewalt zu beenden und zu thematisieren? Und diese Fragen stellen sich auch praktisch im Rahmen dieses Einsatzes. Die Bundesregierung weiß nicht, und Herr Brauksiepe, das haben wir aus Ihrem Haus schwarz auf weiß, wofür die deutschen Aufklärungsdaten dann im Anschluss im Einzelnen verwendet werden. Und meine Damen und Herren, wer Aufklärungsdaten liefert, der muss doch den Anspruch haben, mitzureden und zu wissen, was dann im Anschluss damit passiert. Aber auch die rechtliche Konstruktion dieses Einsatzes ist hochproblematisch, denn es steht im Widerspruch zu der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Die Bundeswehr darf im Ausland militärische Gewalt nur im Rahmen von Systemen kollektiver Sicherheit ausüben. Da geht es um die Europäische Union, um die NATO oder, da denken wir Grüne auch immer als erstes dran, um die Vereinten Nationen. Und die Bundesregierung versucht in diesem Mandat in einer abenteuerlichen Argumentation über zwei Seiten zu behaupten, dass das hier der Fall sei. Ist es aber nicht. Der Fakt ist, die Bundeswehr wird im Rahmen einer Koalition der Willigen eingesetzt. Und meine Damen und Herren, Sie hatten jetzt ein Jahr Zeit, diesen fundamentalen Fehler zu heilen. Es ist nichts passiert. Warum nicht? Weil die Bundesregierung das nämlich gar nicht will. Nachzulesen ist das im neuen Weißbuch, dass diese Konstruktion nicht nur hier im Einzelfall aus der Not geboren ist, sondern dass es ihr erklärter Wille ist, dieses Modell, die Koalition der Willigen, auch zur Zukunft der Bundeswehreinsätze zu machen. Und das halten wir für grundfalsch. Und nicht nur, weil Sie damit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes widersprechen, sondern Sie tragen so natürlich auch effektiv dazu bei, dass internationale Organisationen und vor allem die Vereinten Nationen geschwächt werden. Und das, meine Damen und Herren, ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir gerade nicht nur angesichts der schrecklichen Lage in Syrien und im Irak brauchen, sondern auch an vielen anderen Orten dieser Welt, nämlich handlungsfähige und starke internationale Organisationen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will mich hier gar nicht hinstellen und von der Bundesregierung die Patentlösung, den Masterplan fordern, wie endlich diese schreckliche Gewalt in Syrien und im Irak aufhören kann. Aber ich frage Sie schon auf der Regierungsbank und auch Sie, Herrn Außenminister Steinmeier, sind wir nicht wenigstens verpflichtet, das zu tun und alles zu tun, was wir können, um das unermessliche Leid der Menschen in Syrien und im Irak wenigstens ein bisschen zu lindern? Und ja, man kann auch noch mehr tun, als derzeit getan wird. Es gibt Gebiete in Syrien, die sind seit ewiger Zeit eingekesselt. Es gibt keinen Zugang mehr über Land mit humanitären Gütern. Und die Vereinten Nationen haben auch in der Vergangenheit schon punktuell Versorgung aus der Luft in diesen Fällen durchgeführt. Sie flehen aber seit Monaten ihre Mitgliedstaaten an, sie dabei dringend zu unterstützen. Da geht es von der Frage des diplomatischen Drucks gegen die Staaten, die über den syrischen Luftraum sind, genauso wie über die Frage der technischen Kapazitäten. Und wir Grüne haben heute Abend hierzu einen Antrag im Bundestag. Und ich bin sehr gespannt, wie Sie sich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, dazu verhalten werden. Denn das,
das, meine Damen und Herren, verstehe ich wirklich nicht. Warum braucht die Bundesregierung nicht mal einen Monat, um militärische Flugzeuge auf den Weg zu bringen, und flüchtet sich seit Monaten in Ausflüchte, wenn wir immer wieder nach der Luftbrücke fragen? Meine Damen und Herren, ich finde, wir müssen alles tun, was wir tun können, um dieses unermessliche Leid wenigstens ein bisschen zu lindern. Nächster Redner ist der Kollege Jürgen Hart für die CDU-CSU.